Let's play some games, weil Zocken geil ist. Hallo und willkommen bei Let's Play Some Games Couch Gaming Deluxe. Heute habe ich einen Spezialgast dabei, nämlich die Aline, meine Bassistin, und wir haben uns entschlossen. Das geht so nicht. Wir haben uns entschlossen, mal ein paar Spiele so im Couch Gaming zu zocken, und lasst euch nicht von diesem lustigen, netten, unschuldigen Gesicht täuschen. Anin ist nämlich eine Hardcore-Zockerin Deluxe, ja, kann man sagen. Also die kennt sich echt aus. Ja. Die reißt euch den Hals runter, nee, an den Kopf runter und scheißt euch in den Hals. Ja. Quasi. Ja. Ja. Sie wärmen sich jetzt gerade noch auf bei ein paar Stunden, wollte ich jetzt schon fast sagen, bei ein paar Runden Outrun, ein altes Arcade-Spiel, damit sie einfach mal die Eingabe gerätig erkennen. Also das hier zum Beispiel ist ein Joypad, nur damit sie das halt schon mal gesehen hat. Also ich glaube, das tut sie. Und ich habe mal hier ein paar Fragen vorbereitet für die Aline. Einfach um ihren Gamer-Skill einfach mal so ein bisschen zu definieren, damit wir mal sehen, was uns die nächsten Episoden in Couch Gaming Deluxe so erwartet mit The Noob and the Dude. Ja, also Frage Nummer 1. Wenn du Super Mario hörst, denkst du an A. einen italienischen Pornostar, B. ehemaliger deutscher Fußballstar, C. talentfreier Klempner, der lieber auf hilflose Tiere springt, anstatt sich um defekte Rollen zu kümmern. A, B oder C? Pornostar, Fußballstar oder talentfreier Klempner? C. C, okay. Gut. Richtig. Ey, das ist aber schwierig. Also hier zu zocken und dann, naja, dann. Ja, aber Autofahren und Reden klappt ja auch, oder? Frage 2. Konzentrieren jetzt hier. Wenn du Call of Duty hörst, denkst du an A. Ich muss gleich wieder in die Küche. B. Dass Ghost eigentlich hätte gut werden können, wenn nicht der Bodensatz der Menschheit es kaputt cheaten würde. Oder C. Vielleicht sollte ich für ihn strippen. Puh. A. Ich muss gleich wieder in die Küche. Ja. Ich glaube, das war's. A. Ja. Okay. Falsch. Falsch. B. B. Oh. Das Ghost eigentlich hätte gut werden können, wenn nicht der Bodensatz der Menschheit es kaputt gecheatet hätte. Okay, Frage Nummer 3. War ja eine Fangfrage. Fast. Eigentlich hätte ich ja dann C erwartet, vielleicht soll ich für ihn strippen. Dritte Frage. Battlefield, in Battlefield haben sich mal wieder die Camper auf dem Hoteldach verschanzt. Was tust du? A. Ich schnappe mir die SRR und pflüge jeden vom Dach. B. Ich beschwöre Knights of the Round und lösche alle mit einem Schlag aus. C. Mit einem Werkzeug grabe ich mehrere Gänge unter dem Hotel und hoffe, dass das Gebäude einstürzt. Ja, C. C. Wäre es A gewesen? Ich habe keine Ahnung, ich kenne das überhaupt, ne? C, gut. Ja. Also. Sind wir bei C. C wäre was für Minecraft-Spieler gewesen. Ah. Aber der Hardcore-Spieler in Battlefield nimmt natürlich die SRR und flügt sie natürlich alle vom Dach. Also ich kenne da ein paar Spieler, die das machen. Da ist noch zwei, drei Fragen, dann hast du schon eine Hintertür für heute. Oh. Frage Nummer 4. Der Tank stirbt zum wiederholten Male beim Boss und schnauzt dich wegen mangelnder Heilung an. Wie verhältst du dich, beziehungsweise was sagst du zu ihm? A. Der Heal war durch. B. Ich bin Schurke. C. Re. Nochmal? Die Frage? Der Schurke. Warte, was? In dem Fall ist jede Antwort richtig. Puh. Ja. Also. Der Master Chief aus Halo ist A. ein Koch, B. ein Indianerhäuptling, C.
der Ass-Kicker schlechthin. C? C ist richtig. Gut, und jetzt zur letzten Frage für heute. Hast du Puls schon? Mhm. Welches ist keine Konsole? A. Mega Drive. B. Jaguar. C. Whopper Master. Oder D. Dreamcast. Ich wiederhole es nochmal mit Frage, weil es ist ja so eine Reverse Psychology Frage. Welches ist keine Konsole? A. Mega Drive. B. Jaguar. C. Whopper Master. Oder D. Dreamcast. Also ich denke mal Whopper Master, das ist irgendwas, wo das Joypad hat, so Whopper. Dreamcast, das gibt es bestimmt auch. Und Jaguar ist für so ein Autorennspiel. Also das erste. Falsch. Ja. Es gibt einen Sega Mega Drive, es gibt einen Atari Jaguar, es gibt einen Sega Dreamcast. Es gibt aber keinen Whopper Master. Ach so. Aber es war sehr nett. Das Joypad ist dann Whopper. Ja. Ja. Gut. Okay. Ja. Also. Aline kennt Muss ich mich das nächste Mal wohl besser vorbereiten? Aline kennt sich fantastisch mit Spielen aus, ja. Und machen wir eine simple Fangfrage. Wie heißt die Figur aus Super Mario? Wie heißen die beide? Mario? Und? ja, Luigi. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Also, es besteht noch Hoffnung. Ja. Dann schauen wir doch gleich mal in die erste Folge von Couch Gaming Deluxe rein. The Noob and the Dude. Noob? Dude? Noob, Dude? Ja. Noob ist ja nichts Schlimmes, ja. Mhm. Ja, weil das ist ja irgendwie. Das ist ja so wie: Ich bin der Meister, du bist der Padawan. Nicht Pandawan. Padawan. Und das heißt, Aline kann noch aufsteigen zur Hardcore-Zockerin. Und wir brauchen dazu eure Hilfe, aber dazu später. Und ja, lasst uns mal einsteigen in. Was hättest du jetzt Lust? Sollen wir was prügeln? Sollen wir uns gegenseitig in die Luft sprengen? Sollen wir Autorennen fahren? Ja, machen wir so prügeln oder so. Prügeln? Ja. Prügeln. Gegen mich. Den zweitbesten Spieler in diesem Haus. Nur Kitten kann ich besiegen. Also, oder schauen wir. Im Weltraum. Oder im Weltraum, ja. Wir schauen uns dann gleich mal zusammen an, wie sich Aline gegen mich schlägt in Tekken 4. Bis gleich.